So, Leute, wir sind auf dem Weg zum Keep 7 nach Lübeck zur Neueröffnung. Und da nehmen wir euch mal wieder hin mit. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wir fahren jetzt 7 Stunden oder so. Erlaubt. Hier laufen auch irgendwo noch 2 Lichtschwerter rum. Wir wollen
euch heute hier im Keep 7 das neue Star Wars TCG präsentieren. Wir dürfen es noch nicht verkaufen, aber wir sind ja Keep 7 und machen geile Dinge. Und deshalb gönnen wir euch ein ganzes Display. Das rippen wir alle zusammen auseinander. Wir haben hier einen ganz tollen Erklärbär, den Bernd. Ne? Applaus. Und der weiß, wie das Spiel funktioniert. Und dann bauen wir hier zusammen vier richtig geile Decks, ja, aus den Boostern. Alles Originalkarten, gucken da mal rein. Und dann zocken wir einen ab. Kein Stress, wir haben mindestens 3 Stunden Zeit, haben wir geplant für Star Wars. Selbiges geht übrigens für One Piece. Das geht jetzt parallel auch los, wenn jemand Interesse hat. Wir haben Starterdecks an der Kasse, die gekauft werden können. Das funktioniert zum Glück schon, ne? Kein Release. Und von daher kommt gern an die Kasse, sprecht uns an, wenn ihr da Bock drauf habt, wo ihr zugehört. Die Jungs, die gucken auch bei Star Wars mal rüber. Ich glaube, ihr rippt auch mal einen Booster auf. Einfach mal reingucken, oder? Ja, natürlich. Ja. Falls jemand für Digimon Interesse hat, fragt auch mal an der Kasse nach. Ich habe heute, glaube ich, noch niemanden da so richtig getroffen, aber das werden wir mal herausfinden, ja? Auf jeden Fall starten wir somit in den Tag. Wir haben übrigens auch noch Card Market hier. Ich sehe sie gerade. Ne, da ist Card Market. Card Market Training. Genau. Da könnt ihr natürlich auch den ganzen Tag hingehen und euch informieren. Hey, wenn ihr Bock habt auf gradete Karten, wie funktioniert das? Wir haben auch geile Sachen von denen in der Tombola. Das habe ich jetzt fast hier unterschlagen. Also guckt euch das in unserem Tresen gerne mal an, alle Mann. Ne, also richtig cool. Danke, dass ihr hier seid auf jeden Fall. Tolles Grading-Unternehmen. Grading eh sehr interessantes Thema für richtig Leute, die deep drin sind. Und wenn wir schon von deep drin sprechen, wenn ich jetzt alle erwähne, muss ich natürlich auch noch Radio Ravnica erwähnen. Ne, einmal Applaus. Heute hier Magic spielt, der muss die kennen und wer nicht, der hat Hausaufgaben und geht auf YouTube, ja, Radio Ravnica. Ja, also der Robin ist hier und auch unser, ich darf ihn im Künstlernamen lieber, MTG Blackset, ne, darunter findet man dich ja auch, ne, Gamer und MTG Blackset, die machen ganz, ganz tolle Videos zusammen, einsteigerfreundlich, auch für Profis, also zockt gegen die, ne, ich weiß nicht, ob wir gewinnen können, ne, die sind schon ziemlich gut im Game, ne, aber versucht mal euer Glück, ne? Danke, dass ihr hier seid, ne? Ich wünsche uns allen einen tollen, tollen, tollen Tag. Wir müssen jetzt mal gleich gucken mit den Plätzen, wie wir das mit dem Free Learn to Play machen. Kriegen wir alles immer hin. Wir haben auch Klappstühle, ihr kennt die Keep 7 Style, ne? Also let's go, auf eine geile Zeit! Thank you.
einmal kurz versuche ich mal ein bisschen was einzufangen. Dafür nehme ich den Fokus mal raus. Versuche ein bisschen einzufangen, was hier gerade abgeht. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Da bin ich mir nicht so sicher, ob man mich hört. Aber ja, es ist mega, mega cool. Es sieht auch super, super nice aus. Es ist wunderschön. Und es sind so viele Leute hier, so viele Leute, die wirklich Bock haben. Und ja, wenn ihr mal in Lübeck seid, würde ich euch empfehlen, guckt beim Keep 7 vorbei. Der Laden? Das ist Wahnsinn. Das ist sehr schön. Das ist Englisch. Ja, mach mal auf. Ja, let's go. Habt ihr eine Ahnung, was daraus wertvoll sein könnte? Nein. Okay, cool. Das ist gut. Ich will einfach nur GoPro ziehen. Ich glaube, es bringt sich. Und vielleicht kann er auch Dragon Balls daraus ziehen. Ja, aber immer ein neues Artwork. Also, ach, hier, guck mal, hier. Wir haben eine Lücke. Aber da! Englisch, okay. Kein Problem. Also, es gibt prinzipiell drei verschiedene Arten von Karten. Es gibt Units, dann gibt es, wo haben wir sie? Events. Erkennen wir auch, dass bei den Units immer das Bild oben ist, bei den Events immer das Bild unten. Und wenn ich welche habe hier, da ist auch keins dabei. Irgendwo müsste noch ein Upgrade oder so sich verstecken. Ihr seht den Typ immer hier oben an der Ecke. Ah, okay. Ja. Endunit. Weil er ein Upgrade gefunden hat, einmal Bescheid sagen. Das kommt, da komme ich gleich zu. Okay. Upgrade suchen wir noch. Ein Upgrade wäre noch gut, ja. Yay, wunderbar. Einmal eins hängen. Worum geht's? Jeder hat eine Basis. Die hat eine bestimmte Anzahl von Punkten. Sind die weg, habt ihr verloren.
Jeder hat einen Anführer. Die beiden zusammen haben einen bestimmten Set von Symbolen. Das gibt an, was für Karten ihr im Deck haben dürft, ohne dass es euch beim Ausspielen extra kostet. Einkauf, Einkaufspapas!
Jeder weiß, wie es geht. Ja? Okay, das war's. Ein langer, langer Tag beim Cube 7 auf dem Eröffnungsevent. Aber ja, es hat doch sehr viel Spaß gemacht, oder? Ich fand es mega, es war super krass. Die ganzen Leute, die Cosplayer, die anderen Kartenspieler und so weiter, mega. Wir haben auch super viel gefilmt, es war so, so cool. Die Leute, die zu uns gekommen sind, die haben so viel unterschrieben. Das fand ich halt richtig krass. Genau. Dann, was mich wundert ist, wir haben diesmal keine Playmate unterschrieben. Also lasst nach. Naja, Spaß beiseite. Es war ein mega geiles Event. Der Store ist wirklich cool aufgeräumt. Total. Wirklich, hat ein geiles Sortiment, liegt gut und ist wirklich Hammer. Es hätte schon sehr gut angefangen, dass ich meine ersten Runden Legacy habe spielen können. Das ist mit korrekt. Dem guten Spanner auf dem Discord-Server, weil ich begrüße an dieser Stelle. Yes. Und ich meine, wir haben ja auch echt ordentlich lang gespielt. Du hast ja auch Pioneer gespielt. Du hast meine Brew-Decks gespielt. Das Brew-Deck. Das Dalny-Deck. Ich habe später noch das Anzrak-Deck gespielt. Ja. Also, was ich fast anhört, als ob ich über Commander rede. Aber nee, das ist tatsächlich so. Commander haben wir auch gespielt. Genau, Commander haben wir auch ganz cool gespielt. Wie gesagt, es waren so viele coole Leute da. Vielen, vielen, vielen Dank an das Team von Keep7, dass wir hier sein durften.
für die Einladung. Das war wirklich, also wir kommen gerne wieder. Ja, und wir hauen uns jetzt noch Burger rein, wenn sie gleich ankommen. Oh, ja. Und dann machen wir uns einen schönen Abend. In dem Sinne. War es dann auch, weil den Rest habt ihr gesehen im Video. Wir müssen nicht alles erzählen, was wir vorher gezeigt haben. Genau, und außerdem haben wir ja noch in Radio Ravnica Folge 234 noch mal ein bisschen gesprochen. Stimmt, da war ja auch Bianca mit dabei. Ja, ja. Die sich jetzt die seht ihr wahrscheinlich vorher. Also die Folge wird wahrscheinlich früher kommen wie das Video. Höchstwahrscheinlich. Aber ja, sie hat sich auch auf jeden Fall den Feierabend mehr als verdient. Oh, ja. Dementsprechend wirklich vielen Dank nochmal ans ganze Team. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Genau. Ihr könnt schauen. Wir haben beide Vlogs gemacht. Ja. Dementsprechend könnt ihr sowohl bei Gamery als auch bei MDG Blackset ein Video schauen, beziehungsweise ihr könnt dieselben Eindrücke aus anderen Winkeln sehen. Und natürlich beide abonnieren, beide liken, beide kommentieren. Genau, unter beiden kommentieren dasselbe, dann gucken wir, ob dieses Spaß. Wir hören auf, wir sind auch fertig. Ihr könnt quasi bei Marc die erste Hälfte eines Satzes schreiben, bei mir dann die zweite Hälfte des Satzes und dann können wir gucken, ob wir darauf antworten. Ja, vielleicht antworten wir auch nur mit dem ersten Teil und du musst dann meinen Satz. Egal, es ist, wir sind fertig, wir wollen nur noch was essen und dann wirklich Bett fertig, Heimat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.